In der Dorumer Falkenstraße ist ein neuer Spielplatz entstanden. Also zumindest schon mal das absolute Starterpaket, bestehend aus Klettergerüst und Schaukel. Nur ist da schon irgendwie noch eine ganze Menge Platz drumherum. Wir wollen heute hier herausfinden, was können wir wirklich umsetzen von den Themen, die wir im ersten Workshop erarbeitet haben. Also wir werden wirklich gucken, wie wir diesen Spielplatz hier erweitern. Denn in einem vergangenen Workshop von Zukunft Ahoi wurde bereits erfragt, wie solche Freiflächen hier an der Wurster Nordseeküste am besten gestaltet werden sollen. Nämlich Orte, also Spielplätze auch als Orte zu sehen oder als Flächen zu sehen, wo sich alle treffen können. Ja? Egal wie alt man ist, man kann sich da treffen oder geht dort gerne hin. Gesammelt wurden die neuen und alten Ideen der AnwohnerInnen von Bernward und Anna vom Lüneburger Institut für Partizipation und Kommunalberatung. Welches Motto könnte dieser Spielplatz haben? Habt ihr Ideen, was so hier auf dem Spielplatz für Pflanzen stehen sollten? Anschließend wurde demokratisch abgestimmt, welche Ideen denn tatsächlich umgesetzt werden sollen, damit die Mehrheit der AnwohnerInnen auch wirklich Lust hat, den Spielplatz zu besuchen. Leider haben wir oftmals das Problem, dass unsere Spielplätze zunehmend verwahrlosen, dass sie nicht mehr genutzt werden. Und ich erhoffe mir wirklich, oder wir auch im Bauamt und die Kollegen, dass durch das Mitgestalten gerade von den umgrenzenden Anliegern Nachbarn attraktive Spielmöglichkeiten für die Kinder geschaffen werden, die tatsächlich genutzt werden. Spielmöglichkeiten während des Workshops wurden von Maiko Grünholz bereitgestellt. Aber auch die Visualisierung der beliebtesten Ideen wurde gemeinsam mit den Kindern spielerisch erarbeitet. Und jetzt hattet ihr vorhin auch noch gesagt, ihr möchtet gerne eine Rutsche bei dem Hügel haben. Aus den Entwürfen der Kinder und Erwachsenen ist daraufhin ein erster konkreter Plan für die Erweiterung des Spielplatzes entstanden. Und damit auch klar wird, wo die neuen Ideen ihren Platz finden könnten, wurden passende Stellen direkt auf dem Gelände des Spielplatzes markiert. Die Ideen müssen später noch auf ihre tatsächliche Umsetzbarkeit geprüft werden. Aber schon jetzt zeigt das Projekt, wie Begegnungsorte an der Wurster Nordseeküste gemeinsam mit den BewohnerInnen entwickelt werden können.